MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hi ihr Homos, ich bin wieder back und zeige euch heute, dass der liebe Crackerbäcker ein Mitglied des Illuminati-Orden ist. Als erstes schauen wir uns seinen Namen an. Crackerbäcker. Crackerbäcker hat 13 Buchstaben. Fettige Haare hat auch 13 Buchstaben. Fette Menschen haben fettige Haare. Fette Menschen haben auch dicke Titten, egal ob Junge oder Mädchen. Dicke Titten? Hat Crackerbäcker dicke Titten? Ich glaube nicht, aber wir müssen genauer nachforschen. Wenn wir Crackerbäcker in zwei Wörter teilen. Crackerbäcker. Ist er ein Bäcker? Und welche Software crackt er sich? Hat er sich Sony Vegas gecrackt? Ich weiß es nicht, aber lasst es uns herausfinden. Bäcker reimt sich auf Orangen, Pfirsich, Maracuja, Netter, Schmetterlinge sammeln, Netter. Es gibt ein Pokémon, das aussieht wie ein Schmetterling. Pokémon hat 7 Buchstaben, Cracker hat auch 7 Buchstaben. 7 plus 7 ist 14, 1 plus 4 ist 5. 5 Flugzeuge beim 11. September. Der 11. September ist in diesem Jahr an einem Freitag. Freitag hat genauso viele Buchstaben wie das Wort Bäcker. Wenn man es mit 2 am Ende schreibt, ist der 18. Buchstabe im Alphabet. Die Zahl 18 kommt 17 Buchstaben nach der Nummer 1. Es gibt nur eine Nummer 1 und zwar mich, aber ich bin kein Illuminati. Deswegen meine ich die Nummer 2. Der zweite Buchstabe im Alphabet ist ein B und das Wort Bäcker fällt mit dem Buchstabe B an. Fall? Definitiv nicht. Crackerbäcker ist gleich Illuminati konfirmt.